Ein gutes neues Jahr, allen Zuschauern. Heute haben wir den 2. Jänner. Diesmal hat der Wetterbericht aber besser gepasst. Jetzt ist der Wind voller da. Wir haben wegen der Schneeverwehung geschaut. Der erste Schnee hat zum meisten Schnee wieder verblasen. Schauen, dass es sich wieder ist. Hat jetzt gestern mal überhaupt 8 Grad plus gehabt. Weil wirklich da Raum, wo es nötig war. Weil, dass wir da wieder Eis produzieren. Deswegen schaue ich mal eigentlich, dass ich den Hauptreger wieder aufmache. So schön aus. Ja, wird's leicht, wenn noch mehr was geworden ist. Zurück zu wieder in die Mauern und die oder so zu. Das hätte schon gesagt, auch relativ gut aus. Da oben ist auch eigentlich die Hauptstelle da. Oh, da sieht man jetzt auch schönen Wind noch. Auf der Lehseite der Raum. Wenn man wo wieder auf den Riegel zwischen schäubert, dann weiß genau. Nach 10 Minuten wieder raus gleich. Luft und Leh, hoffe, dass er jeder kennt. Die Luft ist die zugewandte Seite und die Lehseite der Wind abgewandte. Sehen wir schon da, wo nachher der Schnee liegen bleibt.
behaftet. Berge ganz wichtig, Skitouren und so weiter. Der Schnee, der ist also wie so ein Griesbrei. Deswegen da genügend nachher auch schon kleine Mengen, dass frontumgetriebene Autos oder auch heckumgetriebene Autos, ist mir wurscht, gleich mal da alle durchtragen. Schiene auf dem Asphalt. Jo. Stehen. Ah, Wahnsinn. Ja, ich bin gleich oben. Ball habe ich drüben da. Da hat es auch oben ausgeschaut. Ja, da fahre ich auch Zeit. Ja, Miller-Hostel ist auch. Na, passt. Alles klar. Heil. Alles wieder verwandt, der Wahnsinn. Super Winter. Einige haben mich gefragt wegen der Dynafier-Schaltung, wie ich da schalten kann. Das
hat auch schon welche gegeben, die haben Biber abgemacht, das war Automatik, aber nein. Ja, sogenannte Dyna 4 oder Dyna 4. Das ist eine vierfache Lastschaltung. Das war eine Buckelpiste da gemacht, aber ja. Ist halt mal so. Und zwar fangen wir jetzt einmal da mit den Dingen um. Das ist eben der Schalthebel da. Das ist die Kupplung, wenn ich da das Knöpfchen drücke. Und jetzt sind da eben die erste Gruppe drin. Da jetzt der, das ist jetzt der erste Gang. Siehst du, da haben wir jetzt also 0,8 km/h. Es gibt auch noch Superkriechgänge separat dazu, aber die brauche ich eigentlich nicht. Und jetzt können wir eben aussuchen, entweder tippe da noch vor oder noch hinten, da sieht man da. Wegen den Lastschaltstufen, jetzt sind eben die vierte Stufe erreicht, dann piepst er. Dann kann ich jetzt entweder Kupplungen treten oder noch vor, jetzt sind wir da auf die zweite gewechselt. Oder Kupplung treten und hinter. Nachher geht er da wieder hinter. Oder ich kann auch da die Kupplung drücken und nach vorne, dann schaltet er die Gruppen. Ich kann aber genauso mit den Hebeln da die Lastschaltstufen schalten. Das ist nachher je nachdem, wie man will. Ich schalte eigentlich meistens die Gruppen mit dem D-Hebel und den Rest eigentlich alles da mit denen. Da sieht man auch noch die Wendeschaltung. Ist auch ganz normal. Was mir da noch taugt ist, dass ich beim MF die Aggressivität vom Bauerschattel einstellen kann. Dann kann ich selber möglichst feinfühlig folgen. Jetzt sieht man, jetzt bin ich in der 3a. Die dritte und die vierte haben eigentlich auch so die Straßengruppen. Die erste und die zweite, die ist halt nachher im Gelände. Da sieht man auch die Gangabstufung, ne? Ich weiß nicht, ob man das da, da liest noch alles. Jetzt, wie es ausschaut, kann man jetzt wieder schneiden. Ja. Der Wind habe ich nachgelassen, dann kommt der Schnee wieder. Das ist jetzt auch so ein typisches Schneeloch da. Wind, der halt. Wo sich gegen den Wind anlagert, sieht man eh schon da. Oder sieht man sieht, keine Ahnung. Durch das, dass es so viel Plusgrade gehabt hat, ist der Schnee ganz vernichtet worden. Wenn es kälter gewesen war, schaut die Geschichte ja ganz anders aus.
Den wollen wir gleich mal zu ihm schmeißen, bevor er weg ist. Da gibt's nervös. Nervös, ja. Das erste durch. Der Wind hat jetzt einmal aber nachgelassen, wie es ausschaut. Jetzt fängt es halt wieder schneiden an.
Na jawohl. Sage wieder habe der Ehre. Bis zum nächsten Mal. Glaubt an Daumen da, abonniert fleißig weiter. Na jawohl.